Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Schön, dass Sie bei uns sind. Heute möchte ich Sie einladen zu einer Entdeckungsreise, und zwar vor unserer Haustür rein in die Eifel. Und ich beginne die Sendung mit einer Warnung. Das ist kein Scherz. Es gibt ja so Ortsnamen wie Tschernobyl oder Fukushima, die stehen für Katastrophe. Könnten Sie sich vorstellen, dass auch Maria Laach für Katastrophe steht? Nun, wenn man genau hinschaut, entdeckt man nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit eines Vulkanausbruchs in der Eifel größer ist, als Sie vielleicht vermuten. Guten Abend. Heute wird immer klarer, der Vulkanausbruch in der Eifel ist eine Katastrophe von ungeheurem Ausmaß. Wie viele Menschen ums Leben gekommen sind, wie viele verletzt wurden, das können die Behörden noch nicht sagen. Zehntausende versuchen, die Region zu verlassen. Chaos auf Autobahnen und Bahnhöfen. Gewarnt wurde nur kurz. Dann ist der Vulkan explodiert und hat einen riesigen Krater aufgerissen. Verschwunden ist der Laacher See. Stattdessen qualmendes Gestein. Flüssige Lava hat in der Nacht das Örtchen Mendig verschlungen. Die Wälder in der Umgebung umgeblasen und verbrannt, ein Bild völliger Verwüstung. Die, die heil davongekommen sind, wollen nur noch weg. Auf der A1 und A61 geht nichts mehr. Die Polizisten versuchen, Ordnung in das Chaos zu bringen. Unterdessen hat sich die Lage am Rhein verschärft. Der Damm aus Vulkanasche, der den Rhein gestaut hatte, war am Morgen gebrochen. Chaos auch an den Flughäfen. Viele Menschen wollen raus aus dem Rheinland. Doch die Flugzeuge bleiben am Boden, denn die Aschewolke verbreitet sich über Europa. Keine Sorge, er ist noch da, der Laacher See. Der Vulkanausbruch hier ist rund 13.000 Jahre her. Er hat die Gegend geprägt, Asche und Bimsstein hinterlassen. Den Krater füllt heute der See. Und an dessen Grund blubbert es. Kohlendioxid kommt aus dem Boden. Ein Hinweis auf aktiven Vulkanismus. Um herauszufinden, wie aktiv der Vulkan noch ist, haben Forscher den Verlauf von Erdbeben ausgewertet. Das Ergebnis der Wissenschaftler war ziemlich aufregend. 70 Kilometer unter der Eifel befindet sich ein sogenannter Plume. Heißes Magma ist in feste Gesteinsschichten aufgestiegen. Vor 13.000 Jahren löste sich daraus eine Magmakammer und stieg bis an die Oberfläche. Der Vulkan spuckte Asche bis nach Schweden und Italien. Der Plume ist noch da. Neue Messungen zeigen, es gibt Beben in einer Tiefe, in der es sie nicht geben dürfte. Die Forscher gehen davon aus, dass sich wieder eine Magmakammer in Bewegung gesetzt hat. Das geschah bislang fast alle 10.000 Jahre. Sollte sie die Oberfläche erreichen, wären die Folgen verheerend. Niemand ist darauf vorbereitet. Vulkanismus wird als Gefährdung in Deutschland überhaupt nicht richtig beachtet. Wir haben hier in der Eifel so Wiederholraten von etwa 10.000 Jahren, wo sich Eruptionen ergeben können. Der Geophysiker vergleicht das mit der Gefährdung durch Atomkraftwerke. Diese Bedrohung erscheint uns offenbar realer. Ein Irrtum. Da wird ein sehr großer Aufwand getrieben für Ereignisse, wo man eigentlich erwartet, dass sie etwa nur alle 100.000 Jahre sich ereignen. Und vulkanische Prozesse, wenn man jetzt die 10.000 Jahre zu den 100.000 Jahren nimmt, kommen eben zehnmal so häufig unter Umständen vor. Der nächste Ausbruch ist seit fast 3.000 Jahren überfällig. Und das Blubbern am Seegrund hat zugenommen. Die Eifel ist ein Pulverfass. Man muss sich das klar machen, ein Vulkanausbruch ist statistisch wahrscheinlicher als eine nukleare Katastrophe in einem Atomkraftwerk. Nun, der vulkanische Ursprung der Eifel, den kann man auch erkennen an etwas ganz Besonderem, nämlich den ganzen Mineralwässern. Denn bedingt durch den Vulkanismus sind diese Wässer besonders mineralisch, besonders kohlensäurehaltig. Und gerade was Wasser betrifft, Deutschland ist eine besondere Region. Es gibt viele verschiedene Mineralwasserquellen, Mineralwasserbrunnen. Aber wenn man sich mal die Eifel anschaut, die ist besonders reich. Hohe Dichte. Richtig. Alle Wässer aus der Eifel enthalten viele Mineralien. Vor allem reichlich Hydrogencarbonat. Das mochten schon die Römer. In Rohrleitungen fingen sie das Eifelwasser auf und sammelten es in größeren Becken. Nachdem sich der Schmutz abgesetzt hatte,
floss das Wasser rund 100 Kilometer durch eine Leitung bis nach Köln. Einzig und allein, weil es den Römern so gut schmeckte. Die Quellen der Eifel enthalten also viele Mineralien. Dahinter steckt eine weitere Besonderheit. Denn dieses scheinbar kochende Wasser ist in Wirklichkeit eiskalt. Kohlendioxid aus dem Erdinneren lässt es blubbern. Auch der berühmte Kaltwassergeysir bei Wallenborn wird von Kohlendioxid angetrieben, das aus der vulkanischen Tiefe nach oben steigt. Viele Kilometer unter der Eifel brodelt eine Magmakammer. Von hier steigt das Gas auf. Es löst sich im Grundwasser. Ist das Wasser mit Gas übersättigt, perlt das Kohlendioxid aus, wie bei einer Mineralwasserflasche. Auf seinem Weg nach oben reißt es das Wasser mit. Wasser, Mineralien und Kohlendioxid. Charakteristisch für die Eifel. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Mineralwasserbrunnen. Die Bedingungen sind perfekt. Der Regen fällt auf den Boden und versickert. Bis er sich in der Tiefe sammelt, kann es Jahrhunderte dauern. Das Kohlendioxid säuert das Wasser an. So kann es besonders viele Mineralien aus dem vulkanischen Gestein lösen. Es entsteht ein intensiv schmeckendes Mineralwasser. Doch für einen guten Geschmack enthält das Wasser noch zu viel Eisen. Das wird zunächst mit der Kohlensäure entfernt. Abgefüllt wird das Wasser direkt an der Quelle, denn nur dann darf es sich Mineralwasser nennen. Die Kohlensäure wird wieder zugesetzt, in verschiedenen Stärken, ganz nach Geschmack. Wie viel Mineralien ein Mineralwasser enthalten muss, ist übrigens gesetzlich nicht vorgeschrieben. Da gibt es große Unterschiede. Nun, die Eifel, das war ursprünglich ein dichter Wald, aber mit der Nutzung verschwanden nach und nach die Bäume. Und da gab es verschiedene Arten, also zum Beispiel die Lohe, abgeschält von der, das war die Rinde der Eichen. Das Ganze nutzte man beim Gerben, denn diese Rinde enthält sehr viele Gerbstoffe, aber der Effekt war, die Bäume verschwanden. Oder es gab Waldweiden und auch da wurden wiederum Bäume gefällt und dann hatte man die Nutztiere. Oder ein ganz wichtiger Faktor waren die Köhler. Heute, wenn Sie in die Eifel gehen, sehen Sie immer noch Spuren davon. Die nutzten vor allem Buchenholz, also ganze Wälder verschwanden und nach veränderte sich somit das Gesicht der Eifel. Also das war dann nicht mehr ein dichter Wald, sondern eher eine Brachlandschaft, viele Gebüsche, also das, was wir heute eben als Eifel kennen. Und dennoch, die Eifel ist etwas Besonderes. Vielleicht noch mal kurz zur Orientierung. Auf der Karte sehen Sie hier in hellgrün, sie liegt so zwischen Aachen und Trier. Und in der Eifel gibt es seit 2004 den ersten und den einzigen Nationalpark hier in Nordrhein-Westfalen. Wenn man an Nationalpark denkt, dann denken Sie vielleicht an die USA, an, was weiß ich, Yosemite. Und da gibt es die Ranger. Aber glauben Sie mir, die jedet auch an der Eifel. Winter im Nationalpark Eifel. Heimat für den Uhu, den Rothirsch, die Wildkatze. Im Winter leben diese seltenen Tiere zurückgezogen. Im ersten und einzigen Nationalpark in Nordrhein-Westfalen. Seit 10 Jahren gibt es dieses Schutzgebiet. Mit jedem Jahr sollen die 110 Quadratkilometer des Nationalparks natürlicher und wilder werden. Und er hilft dabei. Ralf Hilgers ist einer von 12 Rangern im Nationalpark. Das sind die Natur- und Landschaftspfleger, die das Großschutzgebiet betreuen. Das ganze Jahr über, auch jetzt im Februar, beobachtet Ralf Hilgers die Entwicklung von Landschaft und Wegen und dokumentiert seine Eindrücke. Das ist mein digitales Erfassungsgerät. Da trage ich jeden Tag ein, welche Strecke ich gegangen bin, welche Tiere ich gesehen habe, welche Pflanzen ich gesehen habe. Das ist recht wichtig für unsere Erfassung, für unsere Forschung auch, weil die sind nicht hier vor Ort im Gelände unterwegs. Und wenn wir eine seltene Pflanze oder Tierart sehen, die haben die nicht gesehen. Wir wissen haargenau, dann und dann ist das gewesen in dem Bereich. Die Ranger sind die Augen und Ohren der Wissenschaftler im Nationalpark Eifel. Sie begleiten ein Mammutprogramm. Sie sind dabei, wenn aus einer Kulturlandschaft die Wildnis von morgen entsteht. Manchmal geht das nur mit der Motorsäge. An dieser Stelle werden Douglasien entfernt.
Die nordamerikanischen Nadelbäume wurden hier wegen ihres robusten Holzes gepflanzt. Von selbst wird die Natur sie nicht mehr los. Also die Douglasie ist eine fremdländische Baumart, die hier nicht hingehört und die unsere heimischen Laubbäume verdrängen würde. Würden wir sie nicht aus dem Nationalpark entfernen, hätten wir vielleicht in 100, 200 Jahren einen Douglasien-Urwald hier stehen und keinen Laub-Mischwald-Urwald, so wie es eigentlich hier sein sollte. Der Nationalpark Eifel ist ein Entwicklungsnationalpark. 30 Jahre lang darf der Mensch der Natur auf die Sprünge helfen, damit wieder der typische Eifel-Laubwald nachwachsen kann. Es sei denn, sie verhindern, dass sich der Wald von selbst verjüngt. Eine Wildnis im Werden hat keine Chance, wenn zu viele Rehe und Hirsche an ihr knabbern. Wölfe könnten überzähliges Wild jagen. Doch für Wölfe ist der Nationalpark zu klein. Auch Luchse wären gut für das ökologische Gleichgewicht. Ein einziger Luchs frisst bis zu 60 Rehe im Jahr. Für die Ranger wäre es eine Sensation, im Wald auch Spuren vom Luchs zu entdecken. Doch an dieser Sule findet Ralf Hilgers nur die Hinterlassenschaften von Pflanzenfressern. Hinweise auf eine Raubkatze sind nicht dabei. Noch nicht. Es ist Ende März. Die ersten Buschwindröschen blühen in den noch kahlen Wäldern. Jetzt ziehen die Hirsche zum Fressen aus dem Wald auf die Wiesen. Der ideale Zeitpunkt, um sie zu zählen, wenn es dunkel ist. Eine Nachtschicht steht an. Ranger Ralf Hilgers unterstützt die Wissenschaftler vom Biotop- und Wildtiermanagement bei der alljährlichen Rotwildzählung. Um das jedes Jahr vergleichen zu können und um einen Trend abschätzen zu können auf dieser Fläche, was die Entwicklung des Wildes angeht, machen wir es eben immer nach dem gleichen Muster. Wir fahren mit jeder Gruppe immer die gleichen Strecken ab und versuchen auch immer den gleichen Jahreszeitpunkt zu erwischen und auch die entsprechenden Uhrzeiten, sodass das passt. Im und um den Nationalpark Eifel herum lebt eine der größten Rothirschpopulationen Deutschlands. Rund 1000 Tiere. Schnell wird klar, die Hirsche sind gut durch den Winter gekommen. Das ist schön, denn Rotwild war in der Eifel schon mal fast ausgestorben. Es ist aber auch problematisch. Solange die Laubwälder jung sind und größere Raubtiere fehlen, muss deshalb der Mensch den Wildbestand regulieren. An wenigen Tagen im Spätherbst. Der Eingriff ist umstritten. Kritiker fordern natürliche Abläufe. Aber genau die hält nicht jeder Besucher des Nationalparks aus. Der Winter 2013 war ein sehr strenger Winter. Und wir haben 30 Stücke Rotwild gefunden, die eben halt verhungert sind, weil zu viel Schnee war und zu viel Wild da war, sodass nicht alle Tiere Nahrung gefunden haben und haben diesen Winter nicht überlebt. Sind also verendet und lagen dann auch zum Teil neben den Wanderwegen. Und dann kamen die Leute zu uns und sagten, ja, füttert doch bitte das Wild, weil jetzt, die sterben ja. Aber im Nationalpark herrscht das Motto Natur, Natur sein lassen. Und da gehört der Tod auch mit dazu. Es ist Ende April. Der Frühling kommt in Schwung. Die Schönheiten der Natur locken ab jetzt immer mehr Menschen in die Lebensräume der Wildtiere. Sie brauchen jetzt Schutz. In den kommenden Monaten müssen sich die Ranger um immer mehr Besucher kümmern, die den Nationalpark nutzen möchten, wie es ihnen gefällt. Ranger Ralf Hilgers, den wir übrigens ein ganzes Jahr lang begleiten konnten, muss die Lebensräume der Wildtiere verteidigen. Nehmen Sie zum Beispiel Hirsche, wenn es da zu bunt wird, dann kann man die tagsüber nicht mehr sehen. Oder Wildkatzen, ich habe noch nie eine gesehen, aber rund 50 Exemplare haben sich dauerhaft im Nationalpark niedergelassen. Und wenn man sogar das Areal etwas ausweitet, also das Ardennengebiet mit hinzunimmt, dann sind es angeblich sogar 1000 Exemplare. Auch der in Nordrhein-Westfalen eher selten gewordene Schwarzspecht, der hat es auch nicht gerne, wenn um ihn herum es zu turbulent zugeht. Warum das so ist, das können Sie sich vorstellen, denn all diese Tiere haben im Frühling Besseres zu tun. Die müssen sich nämlich um ihren Nachwuchs kümmern. Im Frühling ist der Nationalpark Eifel erfüllt von Leben.
Direkt neben einem Wanderweg hat eine Kolonie Kormorane ihre Nistplätze angelegt. Die Wildkatze genießt die ersten Sonnenstrahlen mit ihrem Nachwuchs lieber im Verborgenen. Und auch der Eisvogel legt wenig Wert auf Gesellschaft. Ende Mai blüht das Eifelgold, der Ginster. Ranger Ralf Hilgers nimmt jetzt oft sein Dienstfahrrad, denn überall sind Besucher unterwegs. Er achtet vor allem darauf, dass alle Besucher auf den Wegen bleiben, um die Wildtiere nicht zu stören. Mindestens 450.000 Besucher kommen jedes Jahr. Und nicht alle halten sich an die strengen Regeln, die im Nationalpark gelten. Die Wildnis von morgen funktioniert nur, wenn der Mensch sie zulässt. Es wird Sommer im Nationalpark. In der warmen Jahreszeit zeigt sich die Natur in voller Pracht. Fast täglich wandern die Ranger mit Besuchergruppen durch den Nationalpark und erklären, wie sich der frühere Wirtschaftswald seit 10 Jahren verändert hat. Also wenn der Käfer, der Borkenkäfer, an manchen Stellen lässt der Borkenkäfer inzwischen die nicht heimischen Fichten absterben. An anderen Stellen verhilft der Mensch der Natur zu einem Neustart. Anstelle von Nadelbäumen soll sich wieder die heimische Vegetation entwickeln. Wenn wir hier vor 2 Jahren noch hergegangen wären, dann hätten sie gesagt, was haben sie denn hier gemacht? Im ersten Jahr sah das hier ganz wüst aus, hab mir gedacht, nein, das wird niemals mehr Wald. Dann kam wunderschön der Fingerhut, Brombeere, Himbeere. Und dann dauert das eine Zeit, dann kommen auch die ersten, der Holunder, die Eberesche. Hier sind wir dann gerade in der spannenden Phase, wie sich der Wald entwickeln wird. Ich bin auch mal gespannt und ich würde auch mal gerne so in 100 Jahren, 150 Jahren mal wiederkommen und mal sehen, wie das Ganze sich hier entwickelt hat. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis der heimische Wald von selbst wiederkommt. Seine Wegbereiter, Fingerhut und Ginster, schlummern bis zu 30 Jahre im Erdreich. Sie fangen erst an zu keimen, wenn Licht auf den Boden scheint. Wie aus Freiflächen wieder Wald wird, das sollen alle Besucher des Nationalparks erleben können. Barrierefrei. Die Ranger sind deshalb von Anfang an auch dafür ausgebildet worden, Menschen mit Behinderungen durch den Nationalpark zu führen. Im vergangenen Jahr haben einige von ihnen sogar an diesem neuen erlebnispädagogischen Weg mitten durch den Wald mitgebaut. Jetzt lernen sie, wie sie hier Rollstuhlfahrern, Blinden oder tauben Menschen die Baustelle Natur nahebringen. Denn nur was man kennt, schützt man auch. Ungestörte Abläufe in Wäldern und Wiesen sind das Ziel. Prozessschutz heißt das in der Fachsprache. In der Kernzone des Nationalparks soll die biologische Vielfalt für die kommenden Generationen bewahrt werden. Die Mare in der Eifel sind ein Indiz für den Vulkanismus. Also die Eifel hatte schon einmal ein ganz anderes Gesicht. Und jetzt überraschen wir Sie. Wir reisen 400 Millionen Jahre zurück. Wo heute sanfte Hügel, malerische Seen das Landschaftsbild prägen, hat sich vor nicht allzu langer Zeit noch Gewaltiges getan. Die Entstehungsgeschichte der Eifel ist sogar so jung, dass die ersten Menschen noch Zeugen wurden. Vor 400 Millionen Jahren liegt unser Kontinent noch komplett unter Wasser. Die Eifel liegt noch am Äquator und ist ein einziges tropisches Meer. In den nächsten 100 Millionen Jahren dann formt sich hier durch Plattenverschiebungen ein gewaltiges Grundgebirge. Meeressediment setzt sich ab. Aus ihm wird das Rheinische Schiefergebirge. In der Sandsteinzeit schleift Erosion aus diesen schroffen Felsen sanftere Hügel. Jetzt entstehen Wüsten in der Eifel. Und inmitten der Wüsten? Oasen. Vor etwa 250 Millionen Jahren das Zuhause des Eifelosaurus, einer dackelgroßen Urechse. Vor ungefähr 30 Millionen Jahren setzt sich die Erde wieder in Bewegung. Gebirge heben sich, betten Rhein und Mosel ein. Der Beginn einer der prägendsten Phasen für die Eifel.
Die Vulkanzeit. Unter der Eifel brodelt es gewaltig. Hier liegt ein sogenannter Hotspot, ein Bereich, in dem die Wärmekonzentration in einer Tiefe von 30 bis 100 Kilometern besonders hoch ist. An Schwachstellen der Erdkruste kann heißes Material aufsteigen und die Erdkruste langsam aufschmelzen. Wenn es die Erdoberfläche erreicht hat, entsteht ein neuer Vulkan. Sichtbare Relikte dieser Zeit sind heute typisch für die Eifel. Mare, auch die Augen der Eifel genannt. Sie entstehen durch riesige Wasserdampfexplosionen, wenn glühende Magma auf Grundwasser trifft. Menschen haben das Ende der Vulkangeschichte hier noch hautnah miterlebt. Vor 25.000 Jahren tauchen die ersten in der Eifel auf. Sie kommen im Sommer und Frühjahr zur Mammut-, Elch- und Riesenhirschjagd. Menschen erleben hier noch den letzten Vulkanausbruch am Lacher See. Als der Vulkan am Lacher See ausbricht, entleert sich die Magmakammer unterhalb des Vulkankegels. Daraufhin stürzt er ein. Dieser Kessel füllt sich mit Wasser. Und mit dem Wasser kommen die Fische. Von den Urkräften, die diese Landschaft einst geformt haben, spürt man hier, jedenfalls im Moment, nichts mehr. Was wir uns in der Eifel alle wünschen, ist die Rückkehr dieser wunderbaren Buchenwälder. Nun, als Laie denkt man, naja, warum pflanzt man nicht einfach Buchen? Und so einfach geht es nicht, denn Buchen brauchen Schatten. Nun, um das zu verstehen, springen wir einfach mal zurück. Vor 10.000 Jahren endete die Eiszeit und die Eifel sah sehr kahl aus, also eine Brachlandschaft. Da gab es Gräser und nach Gebüsche. Ganz bekannt der Ginster, aber auch andere Gebüsche, wie zum Beispiel Brombeeren. Das Ganze verdichtet sich nach und nach. Der Weißdorn gesellt sich dazu. Und nach sind eben die Bedingungen da für die ersten Bäume. Und die ersten Bäume, das sind Pionierbäume, wie zum Beispiel Birken. Die wachsen zwar schnell, aber sie haben den Nachteil, sie werden nicht sonderlich alt. Aber der große Vorteil ist, sie spenden Schatten. Und das sind genau die Voraussetzungen für Buchen. Dann erst also wachsen Buchen. Und die erzeugen so viel Schatten, dass sie die Konkurrenz verdrängen. Also was Sie merken ist, das sind viele verschiedene Schritte. In der Natur braucht das ziemlich lange. Aber wir Menschen sind von Natur aus eher ungeduldig. Und das ist der Grund, warum in der Eifel die Ranger nachhelfen. Es ist Anfang September. Für viele Tiere im Wald ist der Tisch jetzt reichlich gedeckt. An einer besonderen Stelle im Nationalpark hat es auch Ranger Ralf Hilgers auf Baumfrüchte abgesehen. Ihm geht es um Bucheckern. Einige Wochen lang werden die Ranger die Bucheckern in den ausgelegten Netzen sammeln. In Baumschulen wachsen dann junge Buchen, die das raue Klima der Eifel auch wirklich vertragen. Sie werden später dort gepflanzt, wo seit Jahrzehnten nur noch Fichten wachsen. Das ist vor allem im Süden des Nationalparks der Fall. Hier kommt ab September schweres Gerät zum Einsatz. Regelmäßig müssen die Fichtenbestände ausgedünnt werden, um Licht für die untergepflanzten Buchen zu schaffen. Inzwischen werden die menschlichen Eingriffe in die Natur weniger. Auf 58% der Nationalparkfläche entwickelt sich die Natur bereits nach eigenen Prozessen. In einem Entwicklungsnationalpark müssen, nach Abschluss aller Arbeiten, mindestens 75% der Landschaft unberührt bleiben. Wir gehen da noch ein Stückchen weiter. Wir wollen 83-85% schaffen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir sind auf dem guten Wege, das zu schaffen. Und dann fällt in die Managementzone rein nur noch unsere Wege, unser Wegenetz, unsere Narzissentäler, die einmal im Jahr gemäht werden, oder unsere Offenlandfläche auf der Treiberner Höhe, so ein paar Hektar, die wir da noch mähen.
weil da eben halt seltene Grasarten sind, die eben halt einmal diese Maat brauchen. Es wird Oktober. Im Wald und auf den Wiesen wird es laut. Die Rothirsche sichern jetzt ihre Ansprüche auf die Rudel und vertreiben mögliche Konkurrenten. Damit Wanderer sie jetzt nicht stören, setzen die Ranger nun mit Nachdruck Ruhezonen für die Hirsche durch. Hin und wieder sperren sie sogar Wege ab. Es gibt nicht viele Stellen in Deutschland, an denen sich Rothirsche in freier Wildbahn so gut bei der Brunft beobachten lassen. Andere Waldbewohner dagegen lassen sich auch jetzt nicht freiwillig blicken. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist November. Jetzt sind kaum noch Besucher im Nationalpark unterwegs. Dafür umso mehr Waldarbeiter. Die Ranger bündeln ihre Kräfte, um die Umgestaltung des Waldes voranzutreiben. Auch Ralf Hilgers hilft beim Buchen pflanzen. Wir pflanzen in diesem Jahr knapp 140.000 Buchen. Wir werden da eine Woche bis 14 Tage dran sein, dann sind die Buchen alle weg. Hier, das ist für einen Tag. Ralf Hilgers pflanzt im Akkord bis zu 1.000 Bäume pro Tag. Vor dem ersten Schnee will er fertig sein, denn sonst wachsen die jungen Buchen nicht mehr gut an. Und die Wildnis von morgen hat einen schweren Start. Die Tiere im Wald bereiten sich jetzt auf den Winter vor. Sie schonen ihre Kräfte für den Überlebenskampf bei Schnee und Eis. Ihr Lebensraum hat sich im vergangenen Jahr verändert. In kleinen Schritten, aber unaufhaltsam. Ein Jahr lang sind wir mit dem Ranger durch den Nationalpark gestreift. Im nächsten Frühling wird der neue Wald hier schon wieder ein bisschen dichter und wilder sein. Tolle Bilder. Aber ehrlich gesagt, Fernsehen ist etwas beschränkt. Viel schöner ist es, diese Natur ganz unmittelbar zu erleben. Und ich möchte Ihnen Lust darauf machen. Und als kleine Hilfe, im Internet haben wir für Sie interaktiv ein paar Highlights zusammengestellt. Aber das Wichtige ist, Sie sollten dann Ihre Wanderschuhe einpacken. Das war's für heute. Und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Moment, ich weiß, ihr wollt zum nächsten Video, aber wie wäre es mit einem von diesen beiden hier? Ich glaube, sie könnten euch interessieren. Falls euch dieser Kanal interessiert, gerne hier oben kostenlos abonnieren. Und wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, unten auf die Glocke drücken, dann kriegt ihr nämlich auch Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt. Das passiert nämlich jede Woche. Und das war's auch schon. Ich lasse euch in Ruhe. Bis bald.